Das künstliche Ohr und anderes zum Hören. Was Schwerhörige hören. Wann ist Musik schädlich? Hilfe mit neuen Hörgeräten. Hören mit Elektroden im Hirn. Ein Mittel gegen das Pfeifen im Ohr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Sendung zum Hören. Ich hoffe, dass Sie mich aus diesem schalltoten Raum auch tatsächlich hören können. Für einmal ist unsere Sendung gänzlich mit Untertitel versehen. Eine Hilfe für all jene Zuschauer, die unter Hörproblemen leiden. Was hört man eigentlich, wenn man fast nicht mehr hört? Was hält unser Ohr, dieses grandiose Organ, aus? Und wann wird etwas so Liebliches wie ein Mozart-Violinkonzert für unser Ohr schädlich? So hört ein gesunder Mensch Musik. Es fällt ihm schwer, sich vorzustellen, was ein Schwerhöriger davon noch mitbekommt. Ein Team an der Universität Zürich hat ein Computermodell entwickelt, das Schwerhörigkeit simuliert. Der Computer rechnet jedes Geräusch um. So erscheint das Violinkonzert von Mozart im Original auf dem Bildschirm. Und so hört ein Schwerhöriger dieselbe Musik. Bei dieser Simulation versuchen wir, ein akustisches Signal so zu verarbeiten, wie man sich vorstellt, dass ein Signal durch das Gehör eines Innenohrschwerhörenden verarbeitet wird. Ein anderes Beispiel. Glaubt man, schafft es. So hört sich die Schwarzwaldklinik für ein normales Gehör an. Auch das muss man wissen, wenn man Arzt sein will. Will ich denn Arzt sein? Und vor allem, darf ich es noch wollen? Auch dieses Signal kann entsprechend verändert werden. Will ich denn Arzt sein? Bei der Schwarzwaldklinik hört man insbesondere, wie am Anfang die beiden verschiedenen Klänge, die Musik und das Vogelzwitschern, zu einem Brei verschmelzen und das Vogelzwitschern auch sehr schlecht bis überhaupt nicht mehr gehört werden kann. Das ist ein Effekt, die Klänge sind undifferenziert. Das zweite ist, dass das Sprachsignal, die gesprochene Sprache der Frau, nicht mehr richtig verstanden werden kann, weil wieder die Klänge verschmelzen, verschmiert werden. Die einzelnen Töne, die einzelnen Vokale und Konsonanten können nicht mehr klar getrennt werden, sondern sind ein einziger, wummernder, tieffrequenter Brei. Das Gehör ist ein außerordentlich komplexes Organ. Der Schall dringt durch den Gehörgang des Außenohrs zum Trommelfell. Das Trommelfell beginnt zu schwingen. Die Bewegungen werden von den Knöchelchen im Mittelohr übernommen und an das Innenohr weitergeleitet, an die Schnecke oder sogenannte Cochlea, die so groß ist wie eine Erbse. In ihr sitzen auf einer Membrane Haarzellen, rund 20.000, jede mit Nervenzellen verbunden. Hier werden die Schallwellen in elektrische Impulse umgewandelt. Und diese gelangen über rund 30.000 Nervenfasern zum Gehirn, das die Information auswertet. Das Gehirn kann ein großes Spektrum an Lautstärken unterscheiden, allerdings nicht alle gefahrlos. 20 Dezibel, 40 Dezibel, 60 dB, 85 dB, bereits gehörgefährdend 90 dB, 100 dB, 110, eine Techno-Party, 120 dB, über der Schmerzgrenze 140 dB. 160 dB. Ist das Ohr ungeschützt einem hohen Schallpegel ausgesetzt, kann es Schaden nehmen. Die Härchen in der Schnecke legen sich durch den starken Druck nieder. Können sie sich nicht erholen, bleiben sie liegen, für immer.
im Elektronenmikroskop die gesunden Härchen und die abgestorbenen. Eine der Ursachen für ihre Zerstörung ist die Dauer der Belastung. Einen Lärmpegel von 85 dB erträgt man während 40 Stunden pro Woche ohne Schaden zu nehmen. 90 dB noch während 20 Stunden. 100 dB nur während 2 Stunden. Im Industrie- und Baubereich müssten Arbeiter bei mehr als 85 dB Belastung aus versicherungstechnischen Gründen einen Gehörschutz tragen. Immer lautere Konzerte, immer mehr Aufführungen pro Woche, enge Orchestergräben. Als gehörgefährdet erscheinen neu auch die Musiker. Angenommen, ich sitze vor den Blechbläsern, vor einer Trompete, und die bläst voll, dann kann es wirklich sein, dass mir nachher schlecht wird, weil ich das Gefühl habe, mein Gleichgewichtsorgan ist völlig durcheinander. Oder ich habe das Pfeifen im Ohr noch stundenlang nachher. Wir haben andere Probleme. Und zwar ist unser Problem, dass wir die fürchterlich lauten Orchester ohne Hilfsmittel übertönen müssen. Und sehr viele Sänger holen sich dabei Schäden, weil sie eben zu jung noch nicht genügend Konditionen haben, um ein solches sehr lautes Orchester zu, ich sage jetzt ein böses Wort, zu überbrüllen. Also ich bin Geiger in der Oper und ich habe einen totalen Hörzusammenbruch erlitten bei Frau ohne Schatten. Das hat sich folgendermaßen abgespielt. Frau ohne Schatten hat sehr laute Schalldrücke und plötzlich habe ich gar nichts mehr gehört auf dem rechten Ohr. Ich musste ins Kantonsspital und seit dort habe ich einen starken Höreinbruch und einen Pfeifer auf dem Ohr von rund 70 Dezibel. Die Musiker diskutieren nun über Schutzmaßnahmen, bessere Versicherungen, bauliche Veränderungen und Erholungszeiten zwischen den lauten Konzerten oder das Tragen eines Gehörschutzes. Für Bläser allerdings eine Unmöglichkeit. Auch im Freizeitbereich sind Gehörschutzmaßnahmen ein Thema, denn jeder vierte Jugendliche hat Hörprobleme. Aber eine neue Untersuchung hat ergeben, dass die Schweizer mit der Lautstärke im Kopfhörer vernünftig umgehen. Dagegen ist in der Schweiz der Schallpegel für Konzerte und Technopartys auf 93 dB begrenzt worden. Jeder zehnte Europäer hört schlecht. Dieses gesundheitliche Problem kann zu einem sozialen werden. Nicht nur für die direkt Betroffenen, sondern auch für Partner, Familie und Arbeitskollegen. Denn die Kommunikation wird empfindlich gestört. In den meisten Fällen gibt es Hilfe. Mit Hightech und der richtigen Beratung. Was denn gleich für was? Ulrich Gruber ist schwerhörig. Dank modernen Hörgeräten versteht er trotzdem, was hinter ihm gesprochen wird. Wenn jemand nicht mehr gut hört, führt sein Weg zunächst zum Ohrenarzt und dann zum Audioakustiker, der zuerst die alltäglichen Hörschwierigkeiten abklärt. Überall, wo gesprochen wird, Kino, Vorträge, Theater, das ist also schlimm. Mhm. Gut. Weil ich auch in den großen Räumen die Nebengeräusche sind. Die höre ich sehr stark. Die größten Probleme sind, dass die Leute eigentlich zu spät zu uns kommen. Das bedeutet, sie haben sich sehr stark bereits von einem normalen Hören entfernt. Sie wollen dann keine Nebengeräusche mehr hören. Sie wollen an eine Party gehen. Dort wollen sie aber nur den Gesprächspartner hören, aber keine Nebengeräusche rundherum. Weil wenn man beginnt, schwer zu hören, verliert man eigentlich zuerst die leisen Geräusche. Bis jemand die Sprache wie hier drin nicht mehr hört, braucht es einen relativ starken Hörverlust bereits. Beim ersten Hörtest wird mit dem Computer die individuelle Hörkurve ermittelt. So können die Hörgeräte immer präziser an den Hörschaden und die persönliche Situation des Kunden angepasst werden. Unser Ziel ist, mit unseren Hörgeräten, oder wir nennen es eigentlich bald Hörsysteme, eben eigentlich den Kunden dort zu integrieren, wo er herkommt. Also, dass seine Probleme, die er in seinem Alltag hat, gelöst werden und dass er in seinem Alltag ohne größere Schwierigkeiten eben vor allem kommunizieren und leben kann. Ulrich Gruber trägt ein neuartiges Hörsystem. Damit können Töne gezielt verstärkt oder herausgehoben werden. Mit Knopfdruck auf der Fernbedienung kann das gewünschte Programm gewählt werden.
Damit der Schwerhörige Geräusche optimal hören und orten kann, sollten immer zwei Hörgeräte getragen werden. Dieses Hörsystem wird von der schweizerischen Firma Phonak produziert. Winzige Chips werden zu Hörcomputern verarbeitet. Das Hörgerät galt lange als Prothese. Schwerhörige entschließen sich deshalb im Durchschnitt 12 Jahre zu spät für eine Hörhilfe. Mit den neuen Hörcomputern soll das Hörgerät vom Stigma der Prothese befreit werden. Wir sehen das Hörgerät immer mehr als eine Komponente in einem größeren System, wo eben das Schwerhörigengerät zu einem Computer wird mit individueller Software und drahtloser Übermittlung. Das klassische analoge Hörgerät ist inzwischen überholt, obwohl es heute noch am meisten verkauft wird. Erst die digitale Technik wird dem komplexen menschlichen Gehör annähernd gerecht. Die neuen Geräte bringen wesentlich mehr Komfort und differenzierteres Hören. Im Moment ist es so programmiert, dass Sie beim Einschalten eine Verstärkung kriegen, die optimal ist für ruhige Räume, Vorträge und so weiter. Wenn Sie mit der Familie zusammen sind und alle sprechen durcheinander, wählen Sie bitte das Programm Nummer 2. Und wenn es dann mal ganz laut wird, auf der Straße, im Auto und so weiter, können Sie die Taste 3 drücken. Zwei Mikrofone im Hörgerät erlauben verschiedene Programme. Will man das ganze Spektrum der Töne hören, schaltet man das Weitwinkelmikrofon ein. Wenn man aber im Lärm einen bestimmten Gesprächspartner verstehen möchte, wechselt man auf ein anderes Programm. Auf Knopfdruck holt das Richtmikrofon den Gesprächspartner nahe heran. Dessen Aussage wird verständlich. Richtmikrofone, so wie sie heute existieren, können hauptsächlich den Nutzschall von vorne verstärken und den Störschall von hinten unterdrücken. Die heutigen Systeme sind noch etwas schwach, wenn es darum geht, auch Störungen von der Seite abzudämpfen. Konventionelle Hörgeräte verstärkten nützliche und unerwünschte Geräusche gleichermaßen. Die modernen Geräte dagegen können diese Geräusche differenzieren. Die Forschung läuft interdisziplinär und dient der Verbesserung der Hörqualität. Gegenwärtig ist es das Ziel, störende Geräusche aus allen Richtungen noch mehr zu eliminieren. Ein solches modernes System würde so funktionieren, dass es im Prinzip erst einmal feststellt, aus welcher Richtung kommt das stärkste Störsignal und dann in diese Richtung eine große Dämpfung ansetzen. Bei zu großer Entfernung von der Schallquelle besteht die Lösung in drahtloser Übermittlung. Der Redner trägt ein Mikrofon mit Sender, der Schwerhörige einen Empfänger in Form eines kleinen, fast unsichtbaren Steckers am Hörgerät. Die drahtlose Übertragung von Tönen wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Ein kleines Richtmikrofon, das hingestellt oder in der Hand getragen werden kann, überwindet Distanz und Lärm. Zukunftsmusik bei den Hörsystemen sind voll digitale Geräte, die das Hörvermögen des Schwerhörigen dem eines gesunden Gehörs anpassen oder es in gewissen Situationen sogar übertreffen. Von diesen Modellen der Zukunft werden die Kinder profitieren. Hörst du mich gut? Bist du zufrieden mit mir? Bei der 4-jährigen Sabrina wurde die Schwerhörigkeit vor einem Jahr festgestellt. Seitdem trägt sie Hörgeräte. Erst jetzt beginnt sie zu sprechen. Dank der Hörgeräte wird sie eine normale Schule besuchen können. Bei vollständiger Taubheit, wenn also selbst die besten Hörgeräte nichts mehr nützen, gibt es immer noch Hoffnung. Bereits 20.000 Patienten leben mit einem Implantat im Ohr, einem künstlichen Ohr also. Und noch spektakulärer ist eine weitere Entwicklung. Wenn nicht nur das Innenohr, sondern auch der Hörnerv nicht mehr funktioniert, kann ein Implantat im Gehirn eine Lösung bringen. Deine Stimme ist nur laut. Gut. Aber deine Stimme ist gut, so ist mittellaut. Maja im jetzt Universitätsspital Zürich. Von Geburt an fast taub hat sie gelernt, Lippen zu lesen und besucht die normale Schule. Seit 3 Monaten hat sie ein Cochlea-Implantat, das sie hier einstellen lässt.
Ein Cochlea-Implant, kann man vereinfacht sagen, ist ein Hörgerät für vollständig taube Patienten. Es besteht aus zwei Teilen. Einem Teil, der in den Knochen eingebaut wird und mit einer Elektrode versehen ist, die im Innenohr liegt, in der Cochlea, in der Hörschnecke. Dann der Teil, der außen am Körper getragen wird, besteht aus einem Sprachprozessor und einem Kabel mit Mikrofon und einer Sendespule. Und die Sendespule, die macht dann die Verbindung zum Implantat. Die Schallwellen werden außerhalb des Ohrs im Prozessorkästchen in elektrische Impulse umgewandelt und via Implantat an 22 Elektroden gefunkt, den Ersatz für die zerstörten Haarzellen. Diese geben die elektrischen Impulse direkt an den Hörnerv weiter. Voraussetzung ist also ein intakter Hörnerv. Für Maja ein großer Schritt, denn sie musste sprechen lernen, ohne wirklich Sprache zu verstehen. Gut. Alt, ja. Alt. Nicht nö. Gut. Und so ungefähr hört sich für Maja die Sprache durch das Implantat an. Du brauchst jetzt Ferien. Die Sitzung findet sicher statt. Du meinst sein Buch? Das leistungsfähige Gehirn reimt sich das Fehlende zusammen. Ich möchte vor allem von dir wissen, ob sie laut, ob sie leise, ob sie mittel sind. Gut. Tief beeindruckt erlebt ihre Familie die stetige Verbesserung ihres Hörens. Sie geht also durch die Gegend als Hörentdeckerin, richtig als Hörentdeckerin, kommt nach Hause und sagt, jetzt höre ich die Autos von der Kilchbergstraße sogar auf einer Nebenstraße, die 50 Meter entfernt ist. Sie sitzt in ihrem Zimmer und lauscht, ob sie hören kann, was ich am Telefon erzähle. Und das ist natürlich phänomenal. Also das hätte ich nie gedacht. Rita Biri. Von Geburt an auf einem Ohr taub, seit dem 18. Lebensjahr auch auf dem zweiten. Mit 19 bekam sie ihr erstes Implantat, das war vor 12 Jahren. Auch sie musste das Hören erst erlernen. Es ist ein Wort. Es ist ein Wort, aber ein sehr längs. Mhm. 5 Silben. Es hat 5 Silben, ja. Sie lernte Schneiderin. Das Telefonieren fiel ihr damals besonders schwer. Ja, vielleicht eben November oder meistens sogar Oktober. Heute telefoniert sie ohne weitere Hilfsmittel. Ich muss mich vielleicht anschauen. Ja, ist gut. Also, tschüss, Marie-Therese. Das erste Gerät, das hat nach 2 Jahren, glaube ich, hat es angefangen zu rosten. Das Implant. Und man hat ein neues einoperiert. Mit viel weniger gute Qualität, also Tonqualität. Und ich konnte auch mit diesem Gerät nicht so viel anfangen. Und dann hatte ich ein bisschen genug von dem allem. Und dann haben sie 1989 oder 90 haben sie dann wieder ein Gerät einoperiert. Und das ist jetzt das, was ich trage. Und das ist sehr gut, das funktioniert wirklich sehr schön. Rita Biri hat ihr eigenes Nähatelier aufgebaut. Zurzeit ist es da allerdings ruhig. Sie hat eine Familie und hat vor kurzem ihr zweites Kind geboren. Vielleicht geht sie auch zum Burgschwindel, Staug, was alle sagen. Total. Mit den Kindern unterhält sie sich ganz normal. Im Gegensatz zu den modernen Hörgeräten kann sie ihr Implantat aber nicht gezielt einstellen. Wenn es viele Nebengeräusche hat, dann wird alles einfach viel stärker. Ich kann dann nicht die Stimme, die ich hören will, herauslesen und die für mich hören, sondern es wird alles einfach viel stärker. Und dann manchmal nützt es auch nicht sehr viel, dann muss ich wieder ablesen.
Hier setzt die weitere Forschung an. Für seine Verdienste um das künstliche Gehör wurde Norbert Dillier mehrfach preisgekrönt. Er gehört international zur Spitze der Forscher, die versuchen, kleinere Geräte mit verbesserter Hörqualität zu entwickeln. Seit einem Jahr wird ein neues Implantat getestet, das dem Computer selbst meldet, wie die Hörnerven reagieren. Hans Brossmann, in den letzten 25 Jahren zunehmend ertaubt, macht als eine der 12 Testpersonen beste Erfahrungen. Er wird mit einer absoluten Weltneuheit für Cochlea-Implantate belohnt. Ich habe etwas für Sie noch mitgebracht, als Überraschung. Und zwar, Sie wissen, was das ist. Ja, ja, das neue Hinterohrgerät, ja. Auf das wir schon so lange warten. Ja, das neue Gerät, wie Sie wissen, enthält mehr oder weniger die gleiche Elektronik wie das Taschengerät. Es wurde einfach verkleinert, braucht kein Kabel mehr. Es ist alles hinter dem Ohr, also nicht mehr ein Taschengerät ohne Kabel. Und trotzdem enthält es die gleichen Funktionen wie das große Taschengerät. Sitzt. Perfekt. Ja? Diese neuen Errungenschaften erleichtern es, auch taubgeborenen Kindern ab etwa 2 Jahren die akustische Welt zugänglich zu machen. Wo das Cochlea-Implantat nicht mehr hilft, geht man heute noch einen Schritt weiter. Man pflanzt Elektroden direkt ins Gehirn, die erste Prothese für ein Sinnesorgan überhaupt. Die Voraussetzung für ein Hirnstammimplantat ist einmal eine beidseitige, vollständige Ertaubung. Und die Ursache dieser Ertaubung muss im Hörnerven liegen. Das heißt, die Übertragung der Information vom Ohr auf das Gehirn muss gestört sein, weil der Hörnerv nicht mehr ausreichend funktioniert. Das Hirnimplantat ist gleich aufgebaut wie ein Cochlea-Implantat. Jener Teil, der den Hörnerv ersetzt, ist mit 21 Elektroden bestückt, jede mit einem Durchmesser von 0,7 mm. Der Patient kann sich als Nutzen erwarten, einmal, dass er seine eigene Stimme kontrollieren kann. Das ist ein enormer Nutzen. Dass er vor allen Dingen Umweltgeräusche wahrnehmen kann, hören kann und auch unterscheiden kann. Einer der weltweit etwa 70 Patienten ist ein 31-jähriger Altenpfleger, dessen Hörnerven wegen eines gutartigen Tumors total zerstört sind. 1995 bekam er ein Hirnimplantat. Jetzt höre ich Geräusche. Ich höre die Modulation. Also in gewissen Grenzen kann ich auch Melodie erkennen. Der Klang ist nicht so schön, aber es ist trotzdem besser, als wenn ich voll taub wäre. Da er Sprache nur schlecht versteht, kann er nicht telefonieren und benutzt für die Fernkommunikation Faxgeräte. Obwohl seine Hörprothese noch lange kein natürliches Hören zulässt, hilft sie ihm. Es ist einfach für mich eine Orientierung im Raum möglich. Und es ist einfach eine Lebensqualität. Immerhin kann er Gefahren im Straßenverkehr wahrnehmen und fühlt sich von der Gesellschaft nicht ganz ausgeschlossen. Es gibt Menschen, die nicht etwa darunter leiden, dass sie zu wenig, sondern im Gegenteil, dass sie zu viel hören. Sie haben ständig ein Geräusch im Ohr. Gegen diese Krankheit, den Tinnitus, scheint es nun ein Mittel zu geben. Prominentester Tinnitus-Patient war Ludwig van Beethoven. Seine Taubheit war begleitet von einem Dauergeräusch im Ohr. Bis vor kurzem konnte man nichts dagegen tun. Ich glaube, das wie ein Kreissäge, ne? So hat das getönt. Das Geräusch war eher im Tieftonbereich angesiedelt mit einem stampfend rauschenden Charakter. Es war so richtig wie eine Dampflokomotive, so tsch, tsch, ganz laut, in beiden Ohren, von beiden Ohren ging das über den Kopf. Und unentwegt, also Tag und Nacht, ist ohne Ende. In der Universitätsklinik in Wien befasst sich Professor Klaus Ehrenberger mit Ursachen und Behandlungen des Tinnitus. Es gibt eine Vielfalt von Ursachen im täglichen Leben, die zu Ohrensausen führen. Wobei allerdings die Kausalkette und der wirklich zwingende Kausalzusammenhang eigentlich vorzugsweise nur für Lärm gegeben ist, während andere Schädigungen wie Stoffwechselschäden, Entzündungen auch, die übergreifen vom Mittelohr aufs Innenohr, dann Durchblutungsstörungen, Sauerstoffmangel, zwar einleuchtende Zusammenhänge bieten, die Kausalkette aber nicht so
untersucht und zwingend klar ist, wie im Zusammenhang mit dem Lärm. Die Härchen des Innenohrs nehmen den Schall auf und leiten ihn über die Haarzelle an den Hörnerv weiter. Diese Übertragung geschieht chemisch. Transportsubstanz ist Glutamat. Wenn zu viel davon vorhanden ist, wird der Nerv ständig gereizt. Ein Teufelskreis beginnt. Die dauernde Reizung wird ans Gehirn weitergeleitet. Der Patient hört ein Geräusch, das keinen äußeren Anlass hat, sondern im Ohr entsteht. Professor Dominik Felix von der Universität Bern untersucht diesen Mechanismus. Unsere Idee war folgendermaßen: Wenn es uns gelingt, an der Übertragungsstelle, an dieser chemischen Übertragungsstelle, das Glutamat zu blockieren, müsste eigentlich dann auch entsprechend ein Therapiemodell für den Tinnitus entstehen. Im Tierversuch wurden verschiedene Substanzen direkt an die Übertragungsstelle zwischen Haarzelle und Hörnerv gebracht. Erste Resultate waren zwar ermutigend, brachten aber im klinischen Versuch nicht die gewünschte Wirkung. Schließlich hat sich Caroverin als erfolgversprechend herausgestellt. Es ist eine bekannte Substanz ohne Nebenwirkungen. Und zwar, haben Sie Ihr Ohrgeräusch jetzt so wie immer oder ist es anders als Ja, seit 2 Jahren unverändert. In der Universitätsklinik Wien wurde das Medikament erstmals bei Tinnitus-Patienten angewendet. Das Problem ist, dass die Applikation, also die Gabe des Medikamentes, insofern sorgfältig erfolgen muss, da die Dosierung für jeden Patienten unterschiedlich ist. Das heißt, sie richtet sich je nach Ansprechen des Patienten auf den Tinnitus. Und das ist das, was eine gewisse Sorgfalt erfordert und der Patient genau auch instruiert sein muss und informiert sein muss, dass er während der Infusion auf seinen Tinnitus doch eher achten sollte, was er natürlich im normalen Alltag auf keinen Fall tun sollte. Die Testphase wurde mit einer Studie begleitet. Sie ergab eine Erfolgsquote von mehr als 60%. Gut. Lassen Sie die Infusion ganz langsam tropfen. Dann hatte ich diese erste Infusion. Da war das am linken Ohr ganz weg. Es war plötzlich überhaupt kein Geräusch mehr da. Und am rechten Ohr ist dieses Zischen übergegangen in ein zartes Klingen. So ganz leises Glockenklingen. Also jetzt, muss ich sagen, geht es mir ausgezeichnet. Das Ohr ist völlig in Ordnung. Absolut normales Gehör, kein Geräusch. Jetzt ist es so, dass ich keine Probleme habe, also außer in der Früh beim Aufwachen. Aber mit dem, was ich jetzt höre, was ich da spüre, ist das kein Problem. Kann man leben damit. Die Grundlagenforschung an der Berner Universität beschränkt sich nicht auf den Tinnitus. Auch andere Hörschäden werden untersucht. Ziel ist die medikamentöse Therapie. Die Zukunft wird sein, das äußere Ohr und das Innenohr dazu zu zwingen, dass es sich selbst regeneriert, dass es also reparaturfähig wird. Unser Zwischenziel wird sein, wenn die Haarzellen nicht funktionieren, dass wir wenigstens den intakten Hörnerven so aktivieren können, dass er im Grunde genommen die richtige Information von außen bekommt und das dann zum Gehirn weitergeleitet werden kann. In Zukunft könnte es also durchaus möglich sein, dass technische Hilfsmittel wie Hörgeräte oder Implantate durch Medikamente ersetzt werden.